Eines der ganz großen Highlights in dieser Saison stand an. Es ging nach Mannheim in die SAP Arena zum DVV-Pokalfinale und die Highlights gibt's jetzt präsentiert von der Allianz. Wir starten mit dem deutschen Meister in Satz Nummer 4, wobei das bei Nemanja Mote im vierten Satz beim Einschlagen genauso aussieht. Es war ein Finale vollgepackt mit Highlights, aber auch der ein oder anderen wilden Szene. Und spätestens seit gestern wissen wir, dass Micha André als Volleyballer schon ganz gut aufgehoben ist. Schön, Thomas. Oh, es ist wieder ein geiler Kontakt von Johannes Tille. Das ist auch richtig gut von Marek. Noch, Micha, noch im Fuß, noch im Schein. Alter, verdammt. Die müssen wir uns rein, aber bitte. Oh, hoffentlich kommt die Regie. Stark gemacht am Ende von Marek. Wichtig erstmal für Björn. Bleibt Micha im Satz. André tritt auf Tatschen. Da ist es, da ist es. Perfekt. Ey, aber der Kontakt danach gut. Riesenlob an die Regie. Ja. Ganz geil. Beweisgefällig, bitteschön. Einmal Sato vor die Füße in den 3-Meter-Raum. Auch 3-Meter-Raum vor die Füße von Sato. Da sind die Emotionen drauf. Ja. Der ist der LeBron James, der wollte über Bundesliga. Der investiert alles in seinen Körper. Der macht noch bis 45. Guck mal, Sato steht wirklich mit dem Fuß im 3-Meter-Raum. Für Johannes Tille war es das erste DVV-Pokalfinale. Der Bruder hat den Pott schon dreimal gewonnen und Mannheim ist halt trotzdem irgendwie immer was Besonderes. Aber er lieferte ab, ging voran, holte sich den Bouncehouse-MVP-Titel ab und den Block gegen Seba Gevert gab es auch noch obendrauf. Und weiter geht die Highlight-Hitterei. Als nächstes darf der Franzose ran. Tim Carr packt ihn auf 3,5. Satz 1 ging noch an die Powervolleys, danach zogen die Berliner dann das Tempo an, aber es gab trotzdem auch in den darauffolgenden Sätzen immer wieder Lichtblicke für Düren, immer wieder Möglichkeiten, das Loch zu schließen und einer davon war dieser Ballwechsel beim Stand von 5 zu 10 und Marcin Ernastovic, der sich den Block am Ende schnappt. So schwierig zu verarbeiten sind in dieser Halle. Es kracht wieder. Marcin Ernastovic muss es gewesen sein. Auch für Marek Schottola war es natürlich Pokalfinale Nummer 1 in Mannheim und am Ende stehen da halt 56% Killquote und unter anderem dieser Abschluss hier in den 3-Meter-Raum. So, jetzt aber schnell ab aufs Treppchen und von wegen 3-Meter-Raum. Nemanja Mote packt ihn mit der Faust auf 50 cm hinter die Netzkante. Und ich weiß nicht wie, aber Tim Karl hat am Sonntag dann auch noch irgendwie seine innere Abwehrkatze entdeckt. So viel abgewehrt wie gefühlt die gesamte Saison nicht und dann gibt's den Toni Brehme-Block natürlich auch noch oben drauf. Weil Sato dem die selbstverständlich. Ey, das ist so fach und gut von Berlin. Von erste Defense von Tim Karl. Ich glaube, es ist die vierte Defense gegen Seba, genau auf dem Spot. Sato spielt den wirklich noch brauchbar zu. Und dann der Block, ey. Aber auf der 1 geht's dann doch nochmal ein bisschen länger hin und her. Eine Defense-Aktion jagt die nächste und am Ende jubelt dann trotzdem mal wieder Berlin. Was unser Portemonnaie ist, eine tolle Sache. Wäre schön, wenn ihr da mal nachschaut. Jetzt gucken wir uns die Rallye erstmal zu Ende an. Till ist wieder da, er ist so gut in der Abwehr. Ja, ist er. Das ist ein schöner, ruhiger Pass da noch von Sattel. Grandiose Abwehr von Batanov. Belohnen, belohnen, Seba. Till ist natürlich wieder da. Und der Roadshot reicht. Also GG an die BR Volleys zum 6. Pokaltitel in der Vereinsgeschichte und schon am kommenden Freitag gibt es dann quasi das Rematch in der Zwischenrunde. Düren empfängt Berlin. Mal gucken, was da dann noch so drin ist. Bis dahin habt ihr ja noch ein bisschen Zeit, diesen Kanal hier zu abonnieren. Und ich sag mal so, am Donnerstag kommt die Nasenbluten-Episode und es ist anscheinend auch dahingehend ein bisschen was los gewesen in Mannheim.